Hi Leute, es ist Sonntag und heute gibt es wieder was Besonderes. Das hier ist ein Currybraten. Wir gehen heute mal ein bisschen in den Orient und was wir für unseren Currybraten alles brauchen und wie wir den zubereiten, werde ich euch jetzt zeigen. So, die Zutaten, die wir für unseren Currybraten brauchen, sind recht überschaubar. Wir fangen einfach an. Wir haben hier 1,5 Kilogramm Schweinenacken. Dann gehen wir einfach der Reihe nach wieder durch. Wir haben Ananasscheiben zum Anbraten. Wir haben Salz, Pfeffer. Hier haben wir Knochen vom Schwein und Rind gemischt. Eine Zitrone. Hier haben wir ein bisschen Wurzelgemüse, bestehend aus Lauch, Karotten, Sellerie. Dann haben wir noch eine Zwiebel und zweimal Knoblauch. Das sind so Mini-Knoblauchs. Und hier haben wir noch etwas Schlagsahne. Und hier haben wir Curry, den wir dann zum Würzen brauchen für unseren Braten. So, wir haben jetzt hier unseren Schweinehals, da sind die Knochen bereits rausgelöst und da werden wir anfangen, dass wir den jetzt einmal würzen. Dazu nehmen wir erst einmal kräftig Salz und Pfeffer, werden den rundherum damit würzen. Als nächstes nehmen wir uns unseren Curry und werden den großzügig damit bestäuben und werden den dann auch schön damit einreiben. Also da darf richtig ordentlich Curry dran. Und jetzt massieren wir das Fleisch damit ein. Ich kann euch dazu nur empfehlen, zieht euch solche Handschuhe hier an, weil das, wenn ihr mal in die Finger drin habt, das kriegt ihr tagelang nicht mehr raus. Da nützt auch sämtliches Waschen nichts. Jetzt gibt es hier von Ikea so ein schönes Kombi-Gerät, das stelle ich immer wieder gerne vor, was einfach super ist. Ist auch in der Grillszene sehr beliebt. Ihr habt hier einen Edelstahl, ein Edelstahlblech mit einem Edelstahlrost. Wir werden jetzt nur hier auf den Rost unser Fleisch drauflegen. Und ich habe ja auch noch diese Schweine- und Rinderknochen. Und die werden wir hier ringsherum verteilen. Denn die lassen wir die erste Zeit einmal mit anrösten. Jetzt werden wir unser Gemüse vorbereiten. Wir haben ja hier so wunderschönes Wurzelgemüse. Das könnt ihr schälen, wenn ihr wollt. Ich mache es immer nicht. Ich werde mir das jetzt einmal bloß nehmen und werde mir das ein bisschen in so etwas gröbere Würfel schneiden. Dann haben wir ja hier auch noch unsere Auflaufform, unsere Aluform. Und da geben wir diese Würfel dann einfach nur hinein. Den Lauch. Dann haben wir hier unsere Karotten. Dann nehmen wir unsere Zwiebel. Und zuletzt haben wir hier noch unseren Knoblauch. So, jetzt haben wir das Gemüse vorbereitet. Und jetzt geben wir hier 1 Liter Brühe hinzu. Geben jetzt hier oben unser vorbereitetes Fleisch drauf. Und das Ganze wird jetzt dann für circa 1,5 bis 2 Stunden in den Ofen kommen. Wir haben hier 200 Grad Ober-Unterhitze. Was ich jetzt auch noch machen werde, ist, dass ich hier so einen Temperaturfühler in das Fleisch reingebe, ziemlich in die Mitte vom Fleisch. Denn wir wollen eine Kerntemperatur von circa 70 bis 80 Grad haben. Und dann sehen wir uns dann wieder. Willkommen zurück, jetzt ist eine Stunde vorbei. Jetzt müssen wir ein bisschen was machen hier mit unserem Fleisch. Dazu werden wir uns hier das Ganze mal rausholen.
Also aktuell haben wir jetzt schon 60 Grad Kerntemperatur. Jetzt nehmen wir uns den Rost hier mal runter. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier schon ordentlich Röstaromen bekommen auf unseren Knochen. Und die werden wir jetzt einfach hier mit in die Soße dazugeben, dass der Geschmack hier alles in die Soße übergeht. Wenn wir das haben, nehmen wir unseren Rost, geben den hier wieder drauf und dann wandert das Ganze nochmal in den Ofen zurück. Wir dürfen natürlich nicht unseren Kerntemperaturmesser vergessen. Da nehmen wir das Loch, das wir schon mal hatten. Hört sich versaut an, als es ist. Und packen das wieder zurück in den Ofen. Ich habe jetzt den Braten wieder aus dem Ofen genommen und jetzt müssen wir unsere Soße zubereiten. Dazu werden wir jetzt erst einmal hier das Fleisch auf einen separaten Teller geben, den Rost abnehmen . Die Knochen werden wir jetzt auch herausnehmen, weil wir müssen das Ganze dann durch ein Sieb passieren. Jetzt nehmt ihr euch einen Topf, gebt da ein Sieb drüber und dann wird die ganze Soße hier mal durchpassiert. Jetzt geben wir hier unseren Rost wieder drauf. Geben unser Fleisch wieder auf den Rost. Das muss noch ein bisschen fertig garen. Und jetzt geben wir das einfach wieder zurück in den Ofen. Hier ist sie nun, unsere Soße. Aber wie ihr euch sicherlich denkt, ist die jetzt so noch nicht fertig. Wir werden jetzt noch ein bisschen aufmotzen. Dazu nehmen wir etwas Schlagsahne und geben da ja so 100 Milliliter, zwischen 50 und 100 Milliliter geben wir da dazu. Dann nehmen wir uns eine halbe Zitrone und geben da den Saft von der halben Zitrone dazu. Wir haben hier unsere Ananas. Die werden wir dann noch anbraten und von dem Saft, den wir hier in den Dosen drin haben, geben wir jetzt auch einen kräftigen Schluck dazu. Und würzen das Ganze nochmal mit Salz und mit Pfeffer. Geben noch etwas vom Curry hinzu. Jetzt verrühren wir das Ganze. Jetzt werden wir die Soße einmal aufkochen lassen und wenn die dann kocht, werden wir die noch ein bisschen andicken. Unser Süßchen hat jetzt hier schon aufgekocht und ich habe jetzt hier einen Esslöffel Kartoffelmehl mit etwas kaltem Wasser angerührt und damit werden wir unsere Soße jetzt binden. Die Soße ist jetzt dann soweit fertig und wir warten jetzt eigentlich nur noch, bis der Braten fertig ist. Im Hintergrund seht ihr, dass mein Topf für den Reis steht. Heute gibt es Reis dazu. Und unsere Ananas müssen wir dann noch anbraten. Und das sehen wir uns dann wieder. So, ich habe jetzt hier meine Pfanne aufgeheizt. Da geben wir jetzt etwas Butter rein. Und dann werden wir anfangen, dass wir uns unsere Ananasscheiben hier anbraten. Ich habe jetzt hier Dosenananas. Ich weiß jetzt schon wieder, dass ein paar Leute sich darüber beschweren werden. Ihr könnt natürlich auch frische Ananas nehmen, das liegt ganz wie ihr es gern hättet. Bei mir soll der Hauptaugenmerk heute auf dem Braten liegen und ich finde Dosenananas tut es genauso.
Die werden wir jetzt von jeder Seite ungefähr 2 bis 3 Minuten anbraten lassen. Der Zucker, der in der Ananas ist, wird dadurch karamellisieren. Das wird dann alles schön goldbraun werden und dann werden wir die umdrehen. Die Zeit ist um. Jetzt werden wir die mal umdrehen. Jawohl, die sehen gut aus. Und von dieser Seite werden wir es jetzt auch nochmal 3 Minuten anbraten. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit auch unseren Braten aus dem Ofen geholt. Wir haben jetzt hier eine Kerntemperatur von 75 Grad. Das ist ideal. Ich werde jetzt hier mal einen Mittelschnitt machen. Also das Fleisch ist innen noch leicht rosa und das ist ideal so. Hier unten wird jetzt auch gleich durch den Saft, der austreten wird, eine richtige Pfütze entstehen. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt hier ein paar Scheiben runterschneiden und dann können wir dann auch schon anrichten. So, jetzt werden wir das Ganze anrichten. Wir nehmen jetzt etwas von unserem Reis und machen hier so ein kleines Beet. Dann geben wir etwas von unserem Curryfleisch drauf. Nehmen unsere angebratene Ananas. Werden das Ganze etwas saucieren. Geben hier in die Ananas noch so einen kleinen Klecks Preiselbeeren. Wieder etwas Pfeffer drüber. Und alles noch ein bisschen mit etwas Petersilie garnieren. Und fertig ist unser Currybraten. Hier ist unser Currybraten. Die Verkostung werde ich euch heute ersparen. Er ist auf jeden Fall fantastisch, das kann ich euch noch sagen. Probiert es mal aus, wenn ihr so gerne etwas Richtung Orient mögt. Ich hoffe, das Video hat euch soweit wieder gefallen. Wenn es so war, würde ich mich wie immer über Daumen nach oben freuen. Gebt mir einen wohlwollenden Kommentar. Lasst mir bestenfalls ein Abo da. Und ansonsten hätte ich gesagt, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin, euer McAllister.